Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Cycle to the Tentakeligen Clownies. Wir sind auch immer auf dem Weg zum Hafen, weil unser lieber Boy ja nicht mit uns reden wollte. Im Helfen Bay Zentrum. Wir sind halt immer noch hart am Suchen jetzt hier. Und ich habe kein Leben mehr, das ist mir auch mal aufgefallen, ne? Also ich bin fucking low life. Also wenn ich jetzt sowas einmal schläge, ich glaube, dann bin ich tot. Das ist halt a little shit. Oder ich falle runter oder so, kack. Was? Das jetzt. Kaul, sei Dank. Endlich. Hey, Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Kreaturen aus dem Meer. Auf der Anlegestelle. Hab mich hier versteckt. Aber die Wände werden sie nicht aufhalten können. Bitte helfen Sie mir. Ich suche Kapitän Sanders. Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich hab Sanders gesehen. Helfen Sie mir. Dann sag ich Ihnen, was ich weiß. So. Sehr schön. Dum-dum-dum-dum-dum. Hafen wirklich wieder sicher jetzt? Erschossen. Aus nächster Nähe. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Zu so etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Na, weg da. Da ist die ganze Zeit wieder... Scheiß da hier. Die Kreaturen sind erledigt. Und jetzt erzählen Sie mir von Sanders. Er ist vor ein paar Stunden zurückgekommen. Diese Dinger, sie sind wegen ihm aufgetaucht. Dieser Sanders, was für ein Mensch ist er? Ein Neuankömmling. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Ein fähiger Kapitän, der seine Mannschaft gut behandelt. Ich muss Sanders finden. Wo ist er? Hab ihn weglaufen sehen, gleich nach der Schießerei. Bin zur Anlegestelle. Aber hab dann nicht gesehen, wo er hin ist. Haben Sie sonst noch jemanden von der Expedition gesehen? Nö. Nur Sanders. Ich wette, außer ihm hat es keiner zurückgeschafft. Ah ja, Gedanken. Hinweis für Gedankenspiel. Nee.
Da haben einige Leute ganz schön gebechert. Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen. Zeitchartervertrag. Ich bin Captain Jeremy Sanders, verpflichtet mich hiermit dazu, alle Teilnehmer von Robert Fogmorts Mission mit dem in beteiligten Ladelisten aufgeführten Frachter an Bord meines Schiffes Titanic zu nehmen. Aktion bei Tiefmessungen und Tauchgängen zu Unterwasserforschungszwecken bzw. Beobachtung des Meeresfauna zu unterstützen. Die aufgeführten Dienstleistungen werden an den vertraulichen Stellen in Cold Bay erbracht. Anschließend übernimmt die Titanic Transport Alex Bims Teilnehmer im Hafen von Oakmont. Der Lohn beträgt 70 Patronen. Ach, guck mal eine an. Was da aufgetaucht ist. Ins Meer mit dir! Stirb! Nichts mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben, sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Okay. Das mal. Ich denke, das ist die 1. Nichts mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Ins Meer mit dir! Stirb! Stirb! Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Aus irgendeinem Grund ist die Mannschaft durchgedreht. Nur einer ist entkommen. Der Hafenmeister sah, wie Captain Sanders die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende der Kampfbehandlung war in der Anlegestelle 3 in Cannonhill Base, ein Mann, der nur schwer an der Schulter verletzt ist. Captain Sanders ist der verletzte Mann und versucht nun, die medizinische Hilfe zu bekommen. Verletzt jetzt hier irgendwo unterwegs, ne? Ja, dann müssen wir nochmal suchen. Das Meer ist dieser Tage verflucht. Medizinische Hilfe bekommen. Bip, 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 bip.
Er wird ja nicht zum Krankenhaus sein. Er wird hier weiterhin irgendwo einen Hafen umeiern, denke ich. Sucht einfach jetzt Hilfe. Die Tür gibt nicht nach. Als ob die Bar zu hat. Wird er doch ins Krankenhaus gerannt sein? Ich weiß es halt nicht. Sie sind der Kerl, der sich um die Probleme am Hafen gekümmert hat. Sie scheinen ein guter Spürhund zu sein. Wollen Sie sich etwas dazu verdienen? Sie bezahlen, ich arbeite. Um was geht es? Ah, ein Spürhund mit einem Riecher fürs liebe Geld. Ich heiße Vincent, aber Sie können mich Vince nennen. Finden Sie das Logbuch eines meiner Schiffe. Es heißt The Pride. Charles Reed, darf ich Ihnen diesbezüglich ein paar Fragen stellen? Sicher doch. Was können Sie mir über die Pride sagen? Ich brauche irgendwelche Anhaltspunkte für meine Ermittlungen. Ich weiß nicht, wo sich das Schiff befindet. Jedenfalls ist der Kapitän ein Patriot und hat immer eine Fahne mit an Bord. Zuletzt war das Schiff wohl mit Chemikalien in Metallfässern beladen. Die Pride könnte tausende Meilen entfernt auf dem Meeresgrund liegen. Warum glauben Sie, dass ich das Schiff finden werde? Wäre es hoffnungslos, würde ich Sie nicht engagieren. Einheimische Trunkenbolde sagten, Sie hätten eine Barge auf der überschwemmten Straße nahe dem Fischmarkt gesehen. Gut. Ich werde mich dort umsehen und Ihnen das Logbuch des Schiffes bringen, falls ich es finde. Warum suchen Sie nach dem Logbuch? Das sage ich Ihnen vielleicht, wenn Sie den Auftrag erledigt haben. Aber im Moment müssen Sie das nicht wissen. Kein Problem. In meiner Branche kommt man nicht weit, wenn man für Diskretion kein Verständnis hat. Man sieht sich. Okay. Haben Sie ein Problem? Nö, du. Erstecken. Machen Sie das nicht nochmal! Überlege ich mir nochmal.
Gut, hier andocken. Oh ne. Ich gehe da mal wieder. Oh Gott, ey. Scheiße, ich bin wieder in so einem infizierten Gebiet. Okay, immer Bescheid wissen, das sind infizierte Gebiete, wo alles abgegrenzt ist. Das ist supi. Hallo, ich hänge fest. Wenn ich jetzt... Wow. Aber ein Grafikpack, Alter. Wenn ich jetzt hier lang gehe... Jo, ciao. Ich spiele gerade ein paar Grafikpacks. Man darf ja nicht mal von der Sonnenseite reden. Neuankömmling. Oh, wieder ein kleiner Grafikbug hier. Alter! Die Dinger sind gerade insane. Was ist denn jetzt so lang? Mist, ey. Lassen Sie das! Ja, gib mir um Keks. Das muss das Krankenhaus sein, ne? Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger ist's nirgendwo. So. Patienten oder Besucher? Warten Sie, lassen Sie Dr. Grant raten. Besucher. Auch wenn Sie ein bisschen blass sind, Sie haben nicht zufällig Kopfschmerzen, oder? Doch, ein bisschen. Aber die habe ich oft. Chronische Kopfschmerzen also. Faszinierend. Zufällig habe ich vor der Flut Parasiten und ihre Rolle bei Krankheiten studiert. Wussten Sie, dass wir alle
Würmer in uns tragen. Ihre chronischen Kopfschmerzen könnten darauf hindeuten, dass ihr Gehirn befallen ist. Das höre ich zum ersten Mal. Klingt nach einer ernsten Sache. Darf ich Ihnen vorschlagen, als Testperson an meinem medizinischen Versuchsprogramm teilzunehmen? Ein medizinisches Versuchsprogramm? Kann ja nicht schlimmer sein als in der Anstalt in Boston. Ich bin dabei. Freut mich, das zu hören, Mr. Reed. Charles Reed. Mr. Reed, nehmen Sie diese Pillen bitte mit etwas Wasser ein. Sie sind gegen Parasiten äußerst wirkungsvoll. Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie sich besser fühlen. Was zur Hölle war denn jetzt mit mir los? Ich soll irgendwelche Pillen mit Wasser nehmen. Water. Was ist passiert, Mr. Pete? Explosion. Mit Dynamit gefischt. Sprechen schmerzt. Mit Dynamit gefischt, ach ja? Oder ist das bei einem Kampf am Hafen passiert, vielleicht auf einem Schiff? Nein! Bitte, gehen Sie! Wiedersehen. Verletzter Patient Pete. Mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen, nein, Sir. Gibt es was? Bitte was hat sie gegessen? So, wen haben wir denn hier? Oh je, was ist mit Ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. Bei einer Schlägerei in der Bar. Hat mich böse an der Schulter erwischt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umhören. Gute Besserung. Kratzen Sie mich. Bitte, bitte, nur hier. Das Jucken macht mich noch wahnsinnig. Ah ja, angeblich ist es Joseph Willow. Ich glaube aber, dass es Captain Sanders ist. Deswegen gehe ich da jetzt gleich drin mal die Ärztin fragen am besten. Wenn jemand mit mir reden würde. Scheiße.
Toilettengeber halt mal nachgucken, ne? Freundchen. Patientenakten. Patienten. Zeitraum. Teilung. Zur Grimhaven Bay. Behandlung. Da ist auch nichts drin. Genesung. Es ist schon wieder so anstrengend hier. Was zum Teufel haben Sie mir gegeben, Doc? Stimmt etwas nicht. Sie sehen kerngesund aus. Wegen Ihrer Medizin bin ich fast verrückt geworden. Ich hatte Visionen. Schlimmer als jeder Albtraum. Was führen Sie im Schilde? Faszinierend. Diese Nebenwirkung ist neu. Ich muss weitere Tests durchführen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, falls noch andere Nebenwirkungen auftreten, ja? Ich suche nach jemandem, der erst seit kurzem hier ist. Hat eine schlimme Verletzung. Die ganze Unfallstation ist voll mit solchen Patienten, Sir. Okay, vielleicht hilft Ihnen das hier weiter. Der Kerl hat eine tiefe Wunde von einer Axt in der Schulter. Sir, ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt durch Ihre Akten zu kämpfen. Aber Sie können gerne einen Blick in unser Archiv werfen, wenn es Ihnen so wichtig ist. Bestimmt kein leichter Job unter diesen Bedingungen. Brauchen Sie Hilfe? Nun, die brauche ich tatsächlich, aber Sie könnten es dabei mit Wildbeestern zu tun bekommen. Wäre das ein Problem? Ich nehme es mit jedem auf, ganz gleich ob Mensch oder Bestie. Ich helfe Ihnen. Wusste ich's doch. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Wildbeester zu erforschen, aber benötige mehr Informationen, um zwei meiner Hypothesen zu bestätigen. Die eine bezieht sich auf die vielarmigen Kreaturen, die andere auf die speienden Humanoiden. Diese abscheulichen Würger wirken fast menschlich. Aber was könnte einen Menschen in solch ein Monstrum verwandeln? Jim Bells, einer meiner Patienten, wurde mit Symptomen eingewiesen, wie man sie von Cholera-Patienten kennt. Aber dann verwandelte er sich in eine dieser Kreaturen. Ist das zu glauben? Hier haben Sie seine Adresse. Finden Sie heraus, was passiert ist. Was haben Sie bisher über diese vielarmigen Kreaturen herausgefunden? Einer meiner früheren Patienten sah sie vor der Flut in seinen Albträumen. Leider bin ich verhindert und kann ihn nicht aufsuchen, aber er muss etwas wissen. Hier ist seine Adresse. Wiedersehen.
So, da machen wir jetzt hier aber einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.